Merauberta. Ach, die überfallen hier gerade jemanden live. Das ärgert mich immer. So Events gibt es nämlich auch öfter bei Cyberpunk, wo irgendwelche Gangs gerade Leute überfallen. Und ich bin so ein sneaky Hacker. Ich hack die immer aus der Entfernung alle. Und eigentlich ist das auch super effektiv und cool. Aber das Problem ist, dass die manchmal Leute umbringen. Also die Geiselnehmer oder die Überfaller, gibt es da einen Begriff dafür, die Überfallenden, töten dann manchmal Geiseln oder die Überfallenen, während ich noch am Hacken bin. Und das ärgert mich dann immer furchtbar. Ich möchte die alle retten. Ich meine, das sind nur namenlose NPCs, die dann einfach wieder neu spawnen oder auch nicht, aber egal sind. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Narrative in meinem Kopf. Und da würde ich gern alle retten. Und das tut mir immer sehr weh im Herzen, wenn ich die nicht schnell genug zum Selbstmord zwingen kann. Die Aggressoren mit meinen Hackangriffen. Dabei ist das Spiel in den seltensten Fällen so klar schwarz-weiß. Da geht es meistens immer um Bandenkriminalität und Racheaktionen und was weiß ich was. Aber trotzdem, in dem Moment, wo jemand irgendwie auf dem Boden liegt und ein anderer hat eine Waffe in der Hand, sind die Fronten für mich geklärt. Da muss ich gar nicht genau wissen, was davor passiert ist und wie es dazu gekommen ist. In dem Moment, ne? Weiß ich, was zu tun ist. Heiliger Kreuzdorf, Stamm, ich bin erledigt. Heiliger Kreuzdorf. Kann ich den jetzt retten, den Meister Tropical? Du bist schon gerettet, glaube ich, oder? Muss ich noch was machen? Darf ich jetzt... Schön, oder? Jetzt habe ich die ganzen Raubritter getötet. Und jetzt gehe ich erstmal in seine Wohnung und plündere alles. Anscheinend ist das ja auch voll in Ordnung. Das hat sich noch nie wer beschwört. Beschwört? Ah, du bist ein Händler. Sag das doch gleich. Ich verkaufe dir ein paar Schwerter. Danke nochmal. Ohne dich wäre ich jetzt Hackfleisch. Mein Name ist Philibert Topical. Aber alle nennen mich Meister T. Was brauchst du denn? Pilze? Ein paar Kräuter vielleicht? Geralt hat mehr PS. Ich meine, Plötze hat ziemlich sicher ein PS. Insofern, wer weiß, wie viel so ein Hexer hat. Wie wär's mit Räuber? Das ist gut. Räuber ist, glaube ich, geläufiger als Überfallender. Der Überfäller. So. Ah, der will meine Schwerter nicht kaufen. Schade. Wie sieht's denn gewichtstechnisch aus? Oh ja. Ein bisschen Spiel haben wir noch, aber nicht mehr viel. Aber die Goldringe könnte ich mal verscherbeln, oder? Braucht man die für irgendwas? Kann für eine ordentliche Summe an Händler verkauft werden. Dann mache ich das. Ich finde zwar die Summe jetzt nicht so ordentlich. Aber ist okay. Der hat auch nicht so viel. Warte mal, was stand da? Die wird zum Abschließen einer Quest benötigt. Dann behalte ich das lieber. Das wäre ärgerlich. Dann muss ich wieder irgendwo in der Prärie nach irgendeinem alten Kräuterhändler suchen, dem ich irgendwann mal versehentlich irgendeinen Questgegenstand verkauft habe. Bis dann. Aber dass das geht, finde ich cool. Ich mag das. Ich mag das, wenn das Spiel einem sagt, hey, wahrscheinlich keine gute Idee, aber mach ruhig. Finde ich eigentlich cool. Ist ja dein Safe-Game. Kannst halt dann die Quest nicht mehr beenden. Hast halt dann für immer dieses Ausrufezeichen auf der Karte, das dich malträtiert und dich nachts wach hält. Aber hey, kannst du schon machen. Ein Gang. Aber wohin, weiß man nicht. So, nehmen wir das noch mit, oder? Okay, nehmen wir das noch mit, aber dann geht's hier zum Ausrufezeichen. Alle hopp, Plätze. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinreiten. Aber querfeldein ist immer gut.
Ach, war hier nicht, oder? Nee, ich glaube, das verwechsel ich. Nee, das verwechsel ich. Ich dachte gerade an diesen... dicken Teufelskerl, der irgendwie so tut, als wäre ein Gott und Opfergaben von den Dorfbewohnern sich erschwindelt. Das war eine schöne Quest, die mochte ich. Aber das ist er nicht. So, was haben wir hier? Noch mehr Raubritter. Hey, ich glaube, es gibt hier irgendwie mehr Raubritter, als jemals Soldaten irgendwo im Krieg waren. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Aber wenigstens... Oh nein! Ich wollte gerade sagen, aber wenigstens kann ich gegen die mit meinem Stahlschwert kämpfen. Aber mein Stahlschwert ist jetzt auch schon kaputt. Ich muss dringend zu einem Schmied. Hör auf zu blocken! Mein Schwert ist fast kaputt. Das ist unfair. Warte mal, habe ich nicht meinen Geralt hier voll auf Axi spezialisiert? Ich glaube, ich muss mal meine Power aufladen. Ich glaube, ich kann die für kurze Zeit Gedanken kontrollieren, oder? Also den nicht mehr, der hat keinen Kopf mehr. Ohne Kopf keine Gedanken und ohne Gedanken keine Gedankenkontrolle. Aber den hier mache ich jetzt zu meinem superbesten Freund. Bitteschön. Wer jetzt den Kampf gewinnt, gewinnt das Finale gegen mich. Oh, jetzt verbünden sie sich gegen mich. Das ist aber unfair. Komm, dann euer Kampf ist noch nicht vorbei, Freunde. Ich will einen Gewinner sehen. Ja, Helmy McHelmington hat gewonnen. Danke. Du warst mein Favorit von Anfang an. Eine Notiz. Notiz des Aufklärungskommandanten. Habe wie von M angeordnet unser Lager in den Ruinen der Beobachtungstürme aufgeschlagen. Hoffentlich bleiben wir hier nicht lange. Randnotiz, wichtig. Brenn hat 200 Kronen beim Gewinn an mich verloren. Aber hat kein Geld bei sich. Muss ihm das von dem Anteil an der nächsten Beute abziehen. Verdammt langweilig hier. Sitz hier jetzt seit 8 Tagen rum und nichts passiert. Abgesehen von einer Getreidekarawane. Die haben wir überfallen und die Händler im Adamskostüm davongejagt. Möge der Himmel geben, dass wir bald an einen interessanteren Ort verlegt werden. Und zwar schnell. Denn hier werden aufgrund der Langeweile langsam alle verrückt. Heißt das, dass die Raubritter geworden sind, weil ihnen einfach nur ein bisschen fad war? Und dann haben sie angefangen, irgendwelche Zivilisten zu überfallen. Aus Langeweile. Und dies ist auch nicht schade. Hey, meine Rüstung. Nur anders. Jetzt habe ich eine doppelte Ausführung. Meister T klingt wie ein deutsches Teegeschäft, das cool und modern sein will. Meister T. Das stimmt. Es könnte aber auch ein deutschsprachiger Rapper sein. Meister T. Einfach der Arm gegen die Kamera flog. Ja, das Spiel macht da keine halben Sachen. So, auf zur Nebenquest. Ich meine, ich habe wirklich nichts dagegen, diese Fragezeichen abzuklappern, aber im Endeffekt sind die nicht gut. Im Endeffekt ist das 0815. Es ist halt wie in jedem Ubisoft-Spiel oder sowas. Diese kleinen Örtchen, wo selten, aber ab und zu dann eben doch was Interessantes passiert. Deswegen lohnt es sich manchmal vielleicht doch, die Fragezeichen abzuklappern, weil jedes siebte Fragezeichen enthält dann doch eine sammelbare Figur oder so ähnlich. Aber die meisten sind halt nur, hier guck, noch ein paar Monster, noch ein paar Ritter und bitteschön. Schneller. Aber gut, die Quests sind dafür umso schöner. Los geht's, Plötze! Kommt mit mir, meine regen Freunde! Oder bleibt da hinten stehen, ist auch in Ordnung.
wie ihr wollt. Banditen. Ah, da sind wir schon mal vorbeigeritten. Ich kann mich erinnern. Wir haben einen Basilisten gefangen. Oh, oh, der glitscht gleich aus der Box, wenn ihr nicht aufpasst. Das ist echt blöd, wenn man in so einer Videospielwelt lebt, wo einfach ab und zu Sachen durch andere Sachen durchglitschen. Man ist nie sicher. Im Grunde muss man dann alles, wenn man so ein Monster einsperren will, lieber in zwei Käfige stecken. So einen großen Käfig um den kleinen Käfig, damit, wenn das durch einen Käfig glitscht, trotzdem noch ein zweiter Käfig da ist. Einen interessanten Basilisken hast du da. Klar ist er interessant. Sowas bekommt man hier nicht zu sehen. Die schlüpfen nur in den Einöden Sirikaniens. Aus Eiern, die von Hähnen gelegt wurden. Hahneneier, sagst du? Und was für Hähne? Recken ihre Hinterteile anderen Hähnen wie brütende Hennen entgegen. Eier von so einem Hahn müssen von 101 giftigen Vipern ausgebrütet werden. Dann pickt sich der junge Basilisk den Weg ins Freie. Okay, laut seiner seltsamen Mythologie legen schwule Hähne Eier, aus denen Basilisken schlüpfen? Habe ich das richtig verstanden? Dieser Basilisk ist interessant, weil er genauso wie ein Wyvern aussieht, wenn er jung ist und nicht gut genährt. Du sprichst wirres Zeug, Herr. Das hier ist der echteste aller Basilisken. Richtig, was weiß ich schon. Ich bin ja nur ein Hexer. Moment mal, wenn das ein Wyvern ist und kein Basilisk, wofür habe ich dann bezahlt? Gib mir mein Geld zurück, Betrüger! Tapfere Soldaten, nicht drängeln, sonst... Vorsicht! Nicht drängeln, sonst Vorsicht. Ja, Geralt, meinetwegen. Boxen wir ihn einfach nieder. Keine Ahnung. Wenn du meinst, das ist eine gute Idee. Du bist hier der Hexer. Du wirst es schon wissen. Der will wahrscheinlich nur angeben. Deswegen zieht er sein Schwert nicht. Manchmal macht er das. Ich könnte jetzt natürlich manuell ziehen, aber... den Spaß. Lassen wir dem Geralt jetzt mal. Flieg doch einfach weg, Wyvern. Du bist ja auch selber blöd. Es sieht so aus, als wäre der Käfig genauso falsch gewesen wie der Basilisk. Ich hab's noch gesagt, dass der rausglitscht. Wo ist denn jetzt der... Nix, das war die Quest. Meinesgleichen steckt die an mit Fahnenflucht. Na dann meinetwegen. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, was man sich einfangen kann. Mann, haben wir Scheißwetter. Schon seit wir angefangen haben hier zu streamen eigentlich fast, oder? Habe ich das Gefühl. Nicht ganz von Anfang an, nee. Aber irgendwie ist es hier immer ein bisschen nieselig nass zumindest. Selbst wenn die Sonne scheint, habe ich das Gefühl, wirkt die Welt immer ein bisschen... Die trocknet nie ganz aus. Eigentlich müsste alles voller Moos und Schimmel sein, gefühlt. Okay, jetzt gehen wir wieder zu Olgrid. Für den wir jetzt, glaube ich, haben wir jetzt alle seine unlösbaren Aufgaben gelöst? Waren das jetzt alle? Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon fertig sind. Ich glaub schon. Zwei Humpen und ein bisschen plötzlich. Oh, bitte, mein Herr. Etwas Anstand. Und ich guck hoch und da, er leert das halbe Fass in einem Zug. Geralt, hier drüben. Hey, da, Weißlöckchen. Du siehst aus wie einer, der zechen kann. Danke. Ein andermal. Hey, lass mich nicht betteln, Mann. Ich lade dich ein.
Angeber. Natürlich. Warum auch nicht? Die Zeit ist ein herrlicher Spielplatz. Und das richtige Gewürz für Honigkuchen. Du hast also doch zugehört. Oh ja, bisweilen kann ich nicht widerstehen, die Zeit zu manipulieren. Dabei ergeben sich viele appetitliche Gelegenheiten. Man kann die Suppe von geschmacklosen Leuten mit passenden Widerlichkeiten würzen. Wer bist du eigentlich? Gaunter Odim, auch bekannt als... Das meine ich nicht. Ah, du willst also wissen, was ich tue. Kurz, ich gebe den Leuten, was sie wollen. Sagen wir, ich erfülle ihnen ihre Wünsche. Das wäre wirklich nobel, wenn du nicht immer eine Gegenleistung verlangen würdest. Gesetz des Marktes. Ich habe die Redewendung, alles hat seinen Preis, nicht erfunden. Du bist eindeutig kein Mensch. Was dann? Ein Dämon? Ein Djinn? Willst du das wirklich wissen? Ja. Nein, Geralt, willst du nicht. Diesmal verschone ich dich und erfülle deinen Wunsch nicht. Wer meinen wahren Namen erfahren hat, ist entweder tot oder hat ein schlimmeres Schicksal erlitten. Doch dich brauche ich noch. Schon cool, wie die im Grunde über jetzt mehrere Stunden hinweg diesen Charakter aufbauen und in Mysterien über Mysterien hüllen. Und dann nochmal eine ordentliche Schaufel Fragezeichen drüber. Machen die gut. Ich bin gehypt. Ich kann nur enttäuscht sein, falls das aufgelöst wird. Kontrollierst du wirklich die Zeit oder ist das nur ein Taschenspielertrick? Welchen Unterschied macht das? Einen großen. Sagen wir, die Zeit hat mich immer fasziniert. Deswegen habe ich mir ihre optimale Nutzung beigebracht. Warum gerade die Zeit? Geralt, es gibt 4 Dimensionen. Länge, Breite, Höhe und Zeit. Welche davon sollte mich faszinieren? Die Breite? Bitte. Hallo, medizinisch-holographisches Notfallprogramm. Ja auch, dankeschön. Wie komme ich zu dem Vergnügen? Ich wollte dir gratulieren. Du hast dich bei Olgierd prächtig geschlagen. Tatsächlich hast du deine Schuld fast beglichen. Ich sollte ihm 3 Wünsche erfüllen. Das tat ich. Jetzt nimmst du das Mahl weg, weil wir quitt sind. Fast. Um den Vertrag buchstabengetreu zu erfüllen, musst du noch eines tun. Olgierd zum Tempel von Lilvani bringen. Davon war nie die Rede. Oh, aber ja doch. Als Mann von Welt solltest du wissen, dass jeder Vertrag sein Kleingedrucktes hat. Und das ändert die Bedeutung des Vertrags. Auch bei mündlichen Verträgen. Ich sagte wörtlich, ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Zitat Ende. Ja, ich erinnere mich. Erfülle deinen Teil der Abmachung, dann werde ich das Mahl entfernen. Du hast mich zum letzten Mal unterbrochen, während ich mit jemandem sprach. Was zum Teufel? Was macht die Fliege in meiner Suppe? Ich hab nach dir Ausschau gehalten, dich aber nicht reinkommen sehen. Woher kommst du plötzlich? Ich bin ein Hexer. Übermenschliche Schnelligkeit ist nur eine meiner Qualitäten. Hast du mir die Fliege in die Suppe geworfen? Nein. Jetzt hör genau zu. Sag deinem Ataman, er soll zum Tempel von Lilvani kommen. Südlich von hier. Der Eingang liegt in einer Höhle. Was ist denn da los? Lilvanis Tempel. Kapiert? Ja, kapiert. Warte mal! Deine Freundin, die Ärztin, die war hier. Du sollst bei ihr vorbeikommen. Danke. Da hilft auch kein MHD mehr, glaube ich.
bei einem akuten Kochlöffel im Auge. Ohnmächtig, er ist blutüberströmt. Hier ist ein Hexer. Fällt euch nicht auf, dass der einen riesigen Löffel im Auge hat? Die reden so drüber, als wäre plötzlich umgefallen und keiner weiß, was los ist. Es könnte, ich bin kein Arzt, aber der riesen Kochlöffel, der aus seinem Auge ragt, ist wahrscheinlich, der war vorher nicht da, glaube ich. Ich glaube, das gehört nicht anatomisch zu einem gesunden Menschen. Oder werden so Löffel hergestellt? Kochlöffel werden aus menschlichen Augen geerntet. Vielleicht. Was machen wir jetzt eigentlich hier? Sprich mit Shani in ihrem Haus. Ah, das machen wir hier. Was ist das, wenn man einfach immer den Questmarker nachläuft und keine Ahnung hat, was überhaupt los ist?